Hallo und herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge unserer zweiten Staffel Kreuz und Quer, Rheinfelder Straßen und ihre Namen. Ich bin Silvia Wassmer und ich freue mich, Sie heute wieder bei unserem kleinen Podcast begrüßen zu dürfen. Was wäre die Stadt Rheinfelden ohne die Industrie und vor allem auch ohne das Wasserkraftwerk? Deshalb wollen wir in unserer heutigen Folge an zwei Personen, Vater und Sohn, erinnern, deren Namen eng mit den Anfängen unserer Stadt verknüpft sind. Haben Sie es schon erraten? Ja, richtig. Heute geht es um die Rathenaustraße, die von der Hartstraße zur Adolf-Sänger-Straße führt und sowohl an Emil als auch an dessen Sohn Walter Rathenau erinnert. Emil Rathenau wurde im Jahr 1838 in Berlin geboren und begann nach dem Abbruch des Gymnasiums eine Lehre als Maschinenbauer sowie danach ein Studium zum Diplom-Ingenieur am Polytechnikum in Hannover und an der ETH Zürich. Nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland lernte er auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung 1881 in Paris die Glühlampe von Thomas Edison kennen, erkannte deren Potenzial und erwarb nur ein Jahr später die Patente für Deutschland. Darauf aufbauend gründete er 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität AG und übernahm deren Leitung. 4 Jahre später wurde die Verbindung zur amerikanischen Muttergesellschaft gelöst, das Unternehmen in Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, kurz AEG, umbenannt und neue Anteilseigner, darunter zum Beispiel Siemens, in die Firma aufgenommen. Mit diesem Schritt begann eine Entwicklung, die die AEG innerhalb weniger Jahre zu einem international tätigen Unternehmen werden ließ, das in sämtlichen Bereichen der Starkstromtechnik tätig war. Gerade auch deshalb war es schließlich Emil Rathenau, der entscheidend dazu beitrug, die Bestrebungen, ein Wasserkraftwerk bei Rheinfelden zu bauen, zu verwirklichen. Zusammen mit 3 schweizerischen Unternehmen, der Maschinen- und Turbinenfabrik Escher, Wies und Sier, der Maschinenfabrik Oerlikon und der Hoch- und Tiefbaufirma Zschokke, rief er eine Vorbereitungsgesellschaft ins Leben und gründete 1894 zusammen mit 4 weiteren deutschen Unternehmen, davon 3 Banken, die Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG. Da die Strommenge, die mit dem neuen Kraftwerk nach der Fertigstellung zur Verfügung stehen würde, für damalige Verhältnisse unvorstellbar groß war, organisierte Emil Rathenau den Absatzmarkt für den künftigen Strom gleich mit und siedelte 3 Großbetriebe der neuen Elektrochemie am Hochrhein an. Die Aluminiumindustrie AG als erste Hütte dieser Art in Deutschland, die Elektrochemische Werke Rheinfelden GmbH mit Walter Rathenau als Geschäftsführer sowie die Elektrochemische Fabrik Natrium GmbH, die spätere Degussa. Alle 3 Unternehmen stammten aus dem Geschäftsbereich der AEG und übernahmen einen Großteil des produzierten Stroms. Ab 1912 zog sich Emil Rathenau dann krankheitsbedingt aus der Unternehmensleitung der AEG zurück und übertrug eine Reihe von Aufgaben an seinen Sohn Walter, der nach dem Tod des Vaters im Jahr 1915 auch den Vorsitz im Aufsichtsrat übernahm. Walter Rathenau hatte, wie sein Vater vor ihm, wesentlichen Einfluss auf die Industrialisierung der Stadt Rheinfelden und war unter anderem Initiator der Arbeitersiedlung Chemische Hüser, die sich früher in der Friedrichsstraße befand. Er war schon früh auf seine zukünftige Rolle als Industrieller vorbereitet worden und hatte in Berlin, Straßburg und München Philosophie, Chemie und Physik sowie Maschinenbau studiert. Seine erste industrielle Tätigkeit war in der Aluminiumhütte in Neuhausen in der Schweiz, bevor er ein Jahr später Geschäftsführer der AEG-Tochtergesellschaft Elektrochemische Werke Berlin und Bitterfeld wurde, die, wie bereits erwähnt, mit dem Bau des Rheinfelder Kraftwerks ein Zweigwerk in Rheinfelden errichtet hatte. Neben seiner Tätigkeit als Industrieller interessierte sich Walter Rathenau auch für die Politik und war etwa im Jahr 1918 an der Gründung der Deutschen Demokratischen Partei beteiligt. 1921 nahm ihn der damalige Reichskanzler Josef Wirth als Wiederaufbauminister in sein Kabinett auf und im Januar 1922 erfolgte seine Ernennung zum Außenminister der Weimarer Republik. In dieser Funktion
unterzeichnete er im April desselben Jahres den Vertrag von Rapallo, in dem vereinbart wurde, dass Russland und Deutschland gegenseitig keine Forderungen aus der Zeit des Krieges mehr erheben wollten. Dieser Schritt wurde zwar von nationaler Seite begrüßt, hielt die rechtsextremistische Organisation Konsul aber nicht davon ab, am 24. Juni 1922 ein Attentat auf Walter Rathenau zu verüben und ihn zu ermorden. Natürlich gäbe es sowohl über Walter als auch über Emil Rathenau noch viel mehr zu erzählen. Doch wir wollen es heute bei dieser Zusammenfassung belassen. Abschließend noch ein paar Worte zur Benennung der Straße. Der Gemeinderat hatte im Februar 1960 den Entschluss gefasst, zur Erinnerung an den an der Errichtung des ersten Rheinkraftwerkes in Rheinfelden maßgeblich beteiligten Emil Rathenau und dessen Sohn Walter Rathenau, der sich als Vorstandsmitglied der früheren elektrochemischen Werke ebenfalls Verdienste um die industrielle Entwicklung der Stadt Rheinfelden erworben hat, diesen Teil der Moselstraße nach beiden Rathenaus umzubenennen. Ursprünglich reichte die neue Rathenaustraße sogar bis zur Römerstraße, wurde jedoch 1972 im nördlichen Teil in Edmund-Schweitzer-Straße umbenannt. Die Hintergründe dazu sind aber eine andere Geschichte. Für heute möchten wir uns nun verabschieden und bedanken uns fürs Dranbleiben und Zuhören. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und würden uns natürlich auch dieses Mal wieder über eine Rückmeldung über unsere bekannten Kanäle freuen.